Fußball, meine Damen und Herren, in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga bedeutet nicht nur Spitzensport, der Millionen begeistert, sondern auch ein hohes Maß an gesellschaftspolitischer, an sozialer Verantwortung. Und um dieser Verantwortung gerecht zu werden, nahm vor 10 Jahren die DFL-Stiftung ihre Arbeit auf. Im März beispielsweise 2018, am 27. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison, gab es die Aktion Strich durch Vorurteile, ein klares Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung. Heute wollen wir aus Anlass des Jubiläums über das Engagement und die Initiativen der DFL-Stiftung sprechen. Und zwar zunächst mit diesen beiden Herren. Er ist eben schon angesprochen worden. Jetzt darf ich ihn auf die Bühne bitten. Dr. Reinhard Rauball, DFL-Präsident und Vorsitzender des Stiftungsrats. Herzlich willkommen. Und Marcel Reif, neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung. Herzlich willkommen, Marcel. Herr Dr. Rauball, welche Hauptanliegen verfolgt die DFL-Stiftung? Herr Seifert hat das ja gerade schon skizziert. Der Fußball, speziell der Profifußball, aber nicht nur der Profifußball, Herr Grindel, auch die Amateure, die sind mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Da gibt es keine Organisation vergleichbar, die in dem Maße einen Zuspruch hat, wie das der Fußball hat. Wir haben 19 Millionen Zuschauer in der letzten Saison gehabt, also 17, 18. Dazu kommen jedes Wochenende 90.000 Spiele von Amateurmannschaften, 7 Millionen Mitglieder bei den Amateuren. Das ist ein Wort, das ist ein ja, es ist ein Argument, wo man sagen kann, das ist in Deutschland von Institutionen nicht zu schlagen. Und wenn man die Sorgen der Kirchen sich anschaut, was die Gläubigen anbelangt dort, was man die Parteien fragt, wie das mit den Mitgliedern ist, wie der Schwund dort zugenommen hat, wie es bei den Gewerkschaften auch ist, dann können wir nur sagen, wir können stolz sein, dass es im Fußball eine solche Entwicklung gibt. Und ich glaube, dann können wir auch die Diskussion aushalten, dass vielleicht mal in einem Stadion keine hundertprozentige Auslastung ist, aber die Gesamtheit, der Fußball ist immer noch eine ganz starke Institution in Deutschland, was wiederum auf der anderen Seite bedeutet und auch bedingt, sicherlich unzweifelhaft bedingt, dass wir eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben, der wir uns auch stellen müssen, der wir uns auch nicht durch Sonntagsreden alleine stellen müssen, sondern wir müssen auch im Alltag was tun. Und dazu gibt es die Bundesliga-Stiftung, dazu gibt es die Stiftungen der Vereine der Bundesliga, die Stiftungen der Vereine der zweiten Bundesliga, aber auch Stiftungen von Spielern und auch von ehemaligen Spielern. Also da wird die breiteste Fläche geboten von Engagement, gesellschaftspolitischem Engagement, was man sich vorstellen kann. Und insgesamt ist das ein finanzielles Volumen, was auf die 30 Millionen zugeht. Und da kann ich nur sagen, Kompliment an alle, die da mitmachen, die dazu beitragen, dass es eine solche Möglichkeit gibt, denn das übersteigt viele DAX-Unternehmen, die nicht annähernd an diese Zahl herankommen können. Marcel Reif wird den Vorsitz des Kuratoriums übernehmen von Fritz Pleitgen, der heute leider nicht da sein kann. Wie wertvoll war sein Engagement, das von Fritz Pleitgen? Dass Fritz Pleitgen ein toller Mann ist, weiß jeder hier im Saal, und dass er aber auch eine tolle Arbeit geleistet hat als Vorsitzender des Kuratoriums der Bundesliga-Stiftung, das sage ich hier auch gerne nochmal, weil ich das natürlich auch mitbegleiten durfte. Und er hat viel dazu beigetragen, möchte fast sagen, er ist auch ein Gesicht der Bundesliga-Stiftung. Er hat viel dazu beigetragen, dass die Bundesliga-Stiftung ein solches Renommee hat, wie sie es derzeit tatsächlich hat. Und ich kann ihm nur danken für das, was er getan hat. Ist leider heute nicht hier, aber vielleicht hört er das von Mund-zu-Mund-Propaganda von anderen. Von mir hört das sicherlich auch nochmal. Also ich bin dankbar, dass er eine derartige Initiative ergriffen hat und einen so langen Zeitraum diese verantwortungsvolle Position begleitet hat. Und er wäre nicht
der Fritz Pleitgen, so wie wir ihn kennen, wenn er nicht auch zugesichert hat, dass er für Rat und Tat auch weiterhin zur Verfügung steht, ohne dem neuen Vorsitzenden reinzugreifen ins Handwerk. Marcel, aber ich denke, das ist auch ein Beifall wert, dass der Fritz Pleitgen gemacht hat. Wir werden ihm das übermitteln. Marcel, welche Motivation ergibt sich aus Ihrer Lebensgeschichte, sich einzubringen? Ach, ich will das nicht zu hoch hängen, aber ich bin durch eben diese Lebensgeschichte, die familiären Irrungen, Wirrungen, Wege, eigentlich immer irgendwo Ausländer gewesen und nicht Flüchtling im Sinne, wie bin nie geflohen vor oder musste nie mit meinen Eltern fliehen vor Verfolgung oder vor Krieg oder vor Elend. Aber es gab genug Gründe und jedenfalls war es auf meinem Lebensweg immer spannend, nicht immer einfach, vor allem als ganz junger Mensch, wenn du immer wieder neue Kulturen, neue Sprache, die du nicht beherrschst, dir aneignen musst, wenn du dich ziemlich verloren fühlst als junger Mensch. Mir hat der Fußball da immer geholfen. Vor allem so die erste Phase, als ich mit 8 Jahren nach Deutschland kam und die Sprache nicht konnte. Und meine Mutter hat mich dann zum ersten FC Kaiserslautern in den Club geschickt und da durfte ich halbwegs anständig mit den Füßen sprechen und konnte auf dem Umweg mich zurechtfinden. Und das ist für einen 8-Jährigen sehr, sehr wichtig gewesen. Deswegen habe ich den Eindruck, Fußball hat mir so viel geholfen. Das bisschen kann ich jetzt auch, man sagt immer zurückgeben, das ist immer so ein plattes Wort, aber ich meine es genauso. Fußball verbindet, sagen viele. Stimmt das? Es verbindet 19 Millionen im Stadion über eine Saison. Es verbindet die Großen, die Profis auf dem Platz, die dann doch wieder eigentlich kickende Jungs sind. Und es verbindet, ich erlebe das bei meinen Söhnen, die alle drei gekickt haben. Und ich habe nirgends so gern zugeguckt wie bei Jugendfußball, weil ich da gesehen habe, schwarz, bunt, grün, kariert, gelb. Hat noch nie jemanden interessiert, wenn du einen Ball verlierst und ein Kumpel hilft dir aus dieser Bredouille wieder raus, ist die Hautfarbe immer relativ wurscht gewesen. Wie die miteinander umgegangen sind, ja. Den Traum lasse ich mir auch nicht mehr ausreden, dass es doch noch verbindet und dass es Dinge gibt bei all den Auswüchsen, obszöne Ablösesummen und Geschmacksverehrungen jeglicher Art, dann denkst du, sind da noch diese Werte? Doch, Fußball hat noch ein paar Werte. Das Kuratorium der Stiftung wird sich mit 3 weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verstärken, die ich jetzt auch gerne in unser Gespräch einbinden und auf die Bühne bitten möchte. Julia Jäkel, CEO von Gruner und Jahr, herzlich willkommen. Paralympics-Sieger im Kugelstoßen, Nico Kappel. Und der Leiter der Lizenzspielabteilung von Borussia Dortmund. Hallo Frau Jäkel. Sebastian Kehl. Jetzt haben wir extra die Namensschilder und jetzt, sonst machen wir es so. Genau, alles klar. Frau Jäkel, ich habe gelesen in der Vorbereitung, Sie seien großer Fußballfan. War das schon seit Kindertagen so? Jetzt müssen Sie. Das war so. Ich habe tatsächlich eine Bolzplatz-Vergangenheit und ich glaube, als Mädchen ist das ja ein bisschen schwierig gewesen, in einem kleinen Kaff hier in Hessen, sich da durchzusetzen auf dem Platz. Die Jungs fanden das natürlich total überflüssig. Ich bin trotzdem jeden Tag dort wacker hinmarschiert und dachte, irgendwann muss mir einer mal den Ball abgeben. Es passierte dann auch hier und da, aber selten. Aber trotzdem glaube ich, dass das für mein Leben wirklich wichtig war, sich dort durchzusetzen, mit Jungs zu tun zu haben und so. Also vielfältig liebe ich den Fußball. Ich weiß nicht, ob heute Karl-Heinz Rummenigge hier ist. Nee, ne? Ich glaube, er ist an den Irrungen und Wirrungen des Streiks gescheitert. Verstehe. Und fehlt entschuldigt. Ja, aber ich bin auch sogar mal, ich glaube, seine Familie hat noch ein Sportgeschäft in Lippstadt. Ja. Das habe ich als kleines junges Mädchen auch mal besucht. Na gut, also auch. Ich weiß nicht, ob es das Sportgeschäft noch gibt, aber es war viele Jahre auf alle Fälle die Rede davon. Wir haben eben über die gesellschaftspolitische Verantwortung des Fußballs gesprochen. Wie sieht es für Unternehmen? Sie leiten ein großes Unternehmen aus und da speziell für die Medien.
Naja, ich glaube, wir haben es ja gerade schon gehört, was Christian Seifert gesagt hat und auch Herr Rauber, jedes Unternehmen muss sich verantwortlich zeigen, muss oder wir interagieren mit unserer Welt. Und gute Unternehmen verstehen das, dass sie voneinander abhängen. Und ich glaube, gerade der Fußball hat das verstanden, der Profifußball hat das verstanden, dass er nichts davon hat, in einer Welt zu leben, die total agitiert ist, aufgeregt ist und wo sozusagen ein sozialer Kitt verloren geht. Und gerade die Vorbildfunktion des Fußballs ist natürlich gigantisch. Und da haben Medien wiederum eine große Aufgabe, darüber gut, korrekt, halbwegs unaufgeregt zu berichten. Ich will vielleicht kurz offenlegen, wir sind Krone und Jahr langjähriger Partner der Bundesliga, machen das Bundesliga-Magazin, das machen wir sehr, sehr gerne. Wir berichten natürlich auch kritisch darüber, über die Bundesliga. Elf Freunde gehört zu uns, der Stern gehört zu uns. Aber ich glaube, das Freundschaftliche und gleichzeitig das Kritische gehört dazu. Und ich finde, das ehrt auch die Liga, dass sie sich so jemand in so ein Kuratorium reinsetzen. Herr Kappel, was bedeutet Inklusion für Sie? Ja gut, Inklusion ist ja ein sehr, sehr politisches Thema geworden, ein sehr großes Thema geworden, wo in allen Gesellschaftslagen, im Sport, im Alltag, im Berufsleben, im Alltag große Rollen spielen inzwischen, wo man sich viel damit auseinandersetzen darf und soll, auch von politischer Seite. Und ja, für mich ist es immer einfach ganz arg wichtig, dass man immer dabei den Zusammenhalt, den Respekt und auch, dass das Ganze auf Augenhöhe passiert, nie vergisst. Also, dass einfach immer, ja, Inklusion hat einfach irgendwo auch gewisse Grenzen, in Anführungszeichen, ne? Sondern es soll immer so passieren, dass es eben respektvoll miteinander, ne? Dass es freundschaftlich ist und dass niemand irgendwo reingedrückt wird, ne? Und da ist auch einfach, glaube ich persönlich, immer ganz arg wichtig, dass auch von Personen, die, sage ich jetzt mal, von der Inklusion betroffen sind, dass auch die einfach ihren Beitrag dazu leisten, dass man zusammenkommt und ich sage immer, umso weniger man verändern muss, und das ist möglich, umso besser ist es für die Person, die dann zum einen davon betroffen ist oder auch alle anderen, die das eben dann gemeinsam spielen können. Und da ist natürlich das Schöne, dass es im Sport, ich glaube, der Sport, der kann da richtig helfen. Und auch über die DFL-Stiftung, die da wahnsinnig viele Projekte hat, ist das super, weil das ist der einfachste Weg. Wie wir schon vorhin gehört haben, ne, die einfachste Sprache, in dem Fall der Fußball am Fuß, da verstehen sich dann alle auf einmal und deswegen hilft das. Wie weit sind wir bei der Inklusion? Ich glaube, wir sind schon inzwischen sehr weit. Also man darf nicht vergessen, ich glaube, da braucht man gar nicht so weit zurückgehen in der Geschichte. Da haben noch Eltern kleinwüchsige Kinder zu Hause versteckt, sind ungern mit denen raus. Dass ein Kleinwüchsiger in einem Sportunterricht teilgenommen hat, davon war überhaupt keine Rede. Also weil ich das halt selber so mitbekomme von anderen älteren Kleinwüchsigen. Und da sind wir inzwischen weit weg, ne? Die Eltern haben sich Vorwürfe gemacht. Irgendwann hat man rausgefunden, das ist einfach eine Laune der Natur, es ist so. Und was ist denn, um Gottes Willen, was ist denn bei mir anders, sage ich mal, in Anführungszeichen, wie bei anderen Menschen? Ich sage immer, wenn jemand 2 Meter groß ist, der hat andere Schwierigkeiten wie ich. Schönes Beispiel immer, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie lang mein Bett ist. Oder wie lang die Bettdecke ist, ob ich kalte Füße kriege oder was auch immer. Wenn es blöd läuft, merke ich gar nicht, dass meine Bettdecke quer ist. Ne? Also von daher. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt und so hat auch jeder seine Vor- und Nachteile und das ist doch das Entscheidende. Sebastian, warum engagieren Sie sich in der Stiftung? Ja, weil die Inhalte, die die DFL-Stiftung sich auf die Fahnen geschrieben hat, sprich Chancengleichheit, über das hat Nico gerade schon besprochen, aber auch Menschen in Bewegung bringen, Kinder und Jugendliche einfach zum Sport führen, weil ich weiß, was Sport für uns bedeutet, was es für die Gesellschaft bedeutet, aber auch, und das ist ja auch ein Aspekt der DFL-Stiftung, andere Sportarten zu fördern, auch wirtschaftlich zu fördern. Und das macht die DFL-Stiftung hervorragend. Ich sehe natürlich genauso wie alle anderen hier eine große Verantwortung, etwas zurückzugeben. Ich hatte das Glück, als Fußballer sehr lange vom Fußball zu profitieren und möchte einfach
etwas zurückgeben von dem Glück, was ich erfahren habe. Und das kann man natürlich in einem großen Rahmen und in der DFL-Stiftung allemal. Und dieser Verantwortung habe ich mich als Spieler schon gestellt. Ich habe eine eigene Stiftung, wir haben mit dem BVB eine Stiftung. Und so, glaube ich, geht man mit offenen Augen durchs Leben und weiß hoffentlich zu verstehen, dass es ein großes Privileg ist, im Fußball zu arbeiten. Wir sprechen über Werte. Haben Sie sich selber als Spieler gleich als Vorbild gefühlt? Ja, ich glaube, in den Anfangsjahren ist das nicht der Fall, wenn man mit 21 zu Borussia Dortmund wechselt oder vorher habe ich ja noch bei Hannover und bei Freiburg gespielt. Ich glaube, da hat man selber noch Vorbilder. Man schaut noch nach einigen Ikonen, die vielleicht noch aktiv sind oder gerade aufgehört haben. Aber man wächst in diese Rolle hinein und gerade bei einem Club wie Borussia Dortmund, wenn man erfährt, wie viele Kinder dann irgendwann das Trikot tragen und wie viele Fans dann auch einfach kommen und zum Training da sind, Autogrammwünsche haben. Ich glaube, dann realisiert man mehr und mehr, in welcher Position man sich befindet und dass man dann auch Vorbild ist. Und ich wurde dann mit 26 Jahren Vater. Auch das hat mein Leben nochmal verändert, weil auch dann realisiert man nochmal, was für ein Glück es ist, dass Kinder wohlbehütet aufwachsen und dass man ihnen eine gute Zukunft schenken kann. Und ich glaube, all das trägt dazu bei, dass man sich mehr und mehr bewusst wird, dass man etwas zurückgeben muss. Und deswegen spielen Werte in meinem Leben auch eine große Rolle. Jetzt leben wir aber auch in Zeiten, in denen die Gesellschaft zum Teil auch trennende Kräfte hat. Also Social Media kann auch spalten. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, Frau Jäkel, dass die bindenden Kräfte in der Gesellschaft sozusagen zusammenhalten? Oder wie kann die Gesellschaft zusammengehalten werden? Oh, das ist eine ganz große Frage. Ich glaube, vor allen Dingen die Erkenntnis ist schon mal wichtig, dass wir darauf Acht geben müssen, dass wir Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, dass wir miteinander gut reden können und uns konstruktiv streiten können, all diese Dinge. Ich glaube, da finde ich auch die Aktivität der Stiftung so stark, dass es Menschen, Jungs, Mädchen, die vielleicht aus nicht so behüteten Häusern kommen und nicht so sicher zu Hause sind, einfach vielleicht eine kleine Bestimmung in dieser Gesellschaft geben kann. Das Gefühl, dass man irgendeine Rolle hat und wertvoll ist, das ist, glaube ich, wichtig. Und gerade Sie fragen zu Social Media. In diesen Zeiten, wir haben es ja gerade bei Herrn Habeck erlebt, ich glaube, jeder spürt, dass hier irgendwas zu aufgeregt ist. Jeder spürt, dass es Momente gibt, wo wir mal innehalten müssen und wo wir uns mal fragen müssen, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, macht es vielleicht doch Sinn, dass da auch jemand mal professionell nochmal recherchiert, bevor alles gleich ein großes Geschrei übergeht. Und ich glaube, wenn wir da miteinander ein bisschen aufeinander aufpassen, ist das, glaube ich, für uns alle wichtig und da kann der Fußball, glaube ich, eine gigantische Rolle spielen. Worauf werden Sie achten, Marcel, als Vorsitzender des Kuratoriums oder besonderen Wert legen? Ach, das, was bisher als Credo galt, wird weiter gelten und ich werde ganz sicher nicht ganz neue Pflöcke einschlagen wollen, sondern einfach diesen Weg, der hier beschrieben wurde, mit den Werten, die es gilt, zu verteidigen, zu pflegen, pfleglich umzugehen. Ich glaube, gerade diese Werte, also wenn man sich vorstellt, so 2015 nach diesem eigentlich hemmungslosen, wir schaffen das, droht diese Gesellschaft jetzt umzukippen in, wir sind umzingelt von Hunnen. Und ich glaube, dass wir hier mitten ein Abendland sind, das droht so ein bisschen seine Werte zu verlieren, indem man nur noch abwehrt, indem man sich nur noch bedroht fühlt, indem Diskussionen nicht mehr vernünftig geführt werden, sondern nur noch mit Maximalpositionen und solche Risse dann durch so eine Gesellschaft gehen. Ich glaube, wenn wir da so ein bisschen mit so einer Stiftung ein paar andere Akzente setzen können, das ist dann schon ganz gut. Die Stiftung fördert aber auch ganz konkret Sportler, auch Sie, Herr Kappel. Inwieweit hat Ihnen das dann tatsächlich geholfen, auch bei Ihren großen Erfolgen? Ja, also für mich war es ein ganz besonderes Jahr. Ich habe auch die Nachwuchsförderung der DFL im deutschen Behindertensport oder auch über die Sporthilfe ja dann an alle olympische und paralympische Sportarten raus. Also ich war nur kurzer Gast, aber eben in dem einen Jahr, das war das Jahr 2016, wo ich Teil dieses Programms war. Und der war eben sehr entscheidend, weil für mich 2016 war so mein großes sportliches Highlight, mein Durchbruch, sage ich mal, als es dann mit dem Paralympicsieg in Rio de Janeiro geklappt hat, sehr unerwartet, also keiner hat damit gerechnet. Ja, am Schluss, mein alter Trainer hat immer gesagt, ich wäre Minimalist, am Schluss war es nämlich 1 Zentimeter Vorsprung, inzwischen glaube ich ihm das. Habe dann mit 1 Zentimeter Vorsprung gewonnen und eben durch diese Förderung, die ich eben erhalten habe, die
ganz vielfältig ist, natürlich finanziell, aber auch gesellschaftlich, Persönlichkeit sind weiter, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ist mir eben auch möglich gewesen, einfach, ne, also ich bin gelernter Banker, habe in der Bank gearbeitet und habe dann eben so von Jahr zu Jahr meine Arbeitszeit weiter reduziert und das konnte ich immer insoweit machen, wo ich eben andersweitig Ausgleiche hatte quasi. Und das wurde mir eben damals dann ermöglicht, 2016, und konnte dadurch mehr trainieren, konnte das immer professioneller gestalten, hatte ein tolles Umfeld, einen tollen Trainer, den ich auch noch heute habe. Und ja, ein Zentimeter kann im Sport ziemlich viel sein. Jetzt kann man darüber streiten, wie viel das jetzt ausgemacht hat, aber deswegen für mich absolut, also immens wichtig. Sebastian Kehl, wird Borussia Dortmund den Vorsprung ins Ziel bringen und deutscher Meister? Tja, die Frage würde ich gerne allen heute schon hier beantworten wollen, aber ich kann sie nicht. Wir werden mal abwarten müssen, was am Wochenende passiert. Ich glaube, dass wir trotzdem auf eine tolle Hinserie blicken konnten. Wir haben sehr viel bewegt im Sommer und einiges davon hat sich ausgezahlt. Viel schneller als erwartet, muss man sagen. Und dass wir mit 6 Punkten die Tabelle anführen, war vielleicht auch nicht von allen so erwartet worden. Deswegen freut es uns. Aber wir wissen auch, dass wir noch eine Menge tun müssen. Gerade am Wochenende in Leipzig wird uns ein harter Kampf erwarten. Und dann sind 6 Punkte im Fußball wirklich nicht so wahnsinnig viel. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Aber ich glaube, diese Überraschung ist es ja, die diese Saison auch ein bisschen prägt. Und ich glaube, es wäre für uns alle wichtig, wenn es eine spannende Rückrunde auch bleibt und dann sehen wir, was am Ende dann wird. Also ja. Herr Dr. Raubal, Sie haben das Schlusswort. Welche Botschaft würden Sie gerne sozusagen aussenden? Was soll von dem, was wir heute auch besprochen haben, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren umgesetzt werden? Zunächst möchte ich im Anschluss an die verbale Verabschiedung von Fritz Pleitgen auch Marcel Reif sehr herzlich begrüßen als den Nachfolger, als den Vorsitzenden des Kuratoriums für die nächste Zeit und Ihnen sehr herzlich danken für Ihre Bereitschaft, das auch zu tun. Es ist sicherlich eine verantwortungsvolle Aufgabe und wer aber Ihre Arbeit verfolgt hat, der weiß, dass Sie da ganz genau der richtige Mann sind. Und den Dank möchte ich auch gerne in Gegenwart dieses Publikums hier nochmal losgeworden sein. Ansonsten, ja, man muss nicht die ganz großen Worte machen. Man freut sich darauf, wenn es so, wie Sie es in Ihrer Eingangsmoderation gesagt haben, wenn es so spannend bleibt in beiden Ligen, wenn die Internationalität so weiterläuft von den Erfolgen her, wie das jetzt mit unseren Europavertretern, soweit sie noch drin sind, der Fall ist. Also ich glaube schon, dass der Fußball sich nicht verstecken muss und Sie sehen, ich halte mich zwar auch zurück, das liegt aber nicht daran, dass im Moment eine Diskussion geführt wird, ob man seine Meinung äußern darf oder nicht. Ist mir völlig, völlig schleierhaft, wie eine solche Diskussion so hoch geführt werden kann. Ich freue mich, dass Sebastian Kehl die Worte so gewählt hat, dass er auf jeden Fall die Meinung des Präsidiums in Dortmund und der Geschäftsführung voll und ganz getroffen hat. Vielen Dank, meine Damen, meine Herren, Dankeschön. Sie werden gleich noch Ihre Ernennungsurkunden überreicht bekommen von Herrn Dr. Raubal. Das werden wir dann natürlich auch im Foto festhalten. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen jetzt gute Gespräche und erkläre das Buffet für eröffnet. Dankeschön und einen schönen Tag. Danke.